Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration und herzlich willkommen zu einer ziemlich witzigen Challenge, ja, die wir vorhaben. Zu einer neuen Runde Eiermatsch. Wir haben das Ei wieder hier. Es tickt wie eine Bombe. Und wir spielen das dieses Mal in der Weihnachtsvariante. Da sind ja normalerweise Begriffe bei, die man so durchspielt. Und wir haben uns gedacht, wir denken uns mal selber welche aus. 10 Stück liegen hier, alle fein gefaltet. Alles hat mit Weihnachten zu tun. Das Spiel ist ja super einfach. Also das Ei tickt und das Ei muss immer von einem zum anderen gegeben werden. Wer es hat, muss einen Begriff sagen und gibt das Ei schnell ab. Wer es dann hat, also der Nächste bei uns, muss einen weiteren Begriff sagen. Und bei wem das Ei kaputt geht, der hat verloren. Die Verlierer bekommen die Zettel, würde ich sagen. Ja, und am Ende muss man Jellybeans essen. Mehr Zettel hat, muss die Anzahl der Jellybeans an Zetteln essen, die er hat. Ja. Wir haben Eiermatsch schon ein paar Mal gespielt, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr auf jeden Fall nochmal in unsere anderen Videos reinschauen. Super witzig. Das ist immer total witzig, ja. Das Spiel. Das spielen wir häufiger auch mal ganz gerne, ne? Gut. Du hast das Ei, willst du den ersten Begriff? Ich ziehe den ersten Begriff. Der erste Begriff ist schlechte Geschenke. Socken. Krawatten. Eklige Jellybeans. Boah. kitschige Bilder. Hässliche Dekoartikel. Und mein erstes. Okay. Okay, dann kannst du jetzt hier. Baumschmuck. Kugeln. Ich habe letztens die Weihnachtsgurke irgendwo gesehen. Den Weihnachtscupcake. Tannenzapfen. Den Weihnachtschihuahua. Schleifen. Dinosaurier. Ich gehe gerade alles so durch. Lichterketten. Sterne. Strohsterne. Du! Ich schnipp dich weg. Okay. Neue Runde, neues Glück, ja. So, als nächstes haben wir Weihnachtssüßigkeiten. Ich glaube, da sind wir Experten, oder? Dominosteine. Spekulatius. Zimtsterne. Gefüllte Lebkuchenherzen. Weihnachtsmänner. Oh, das habe ich wohl genommen. Gut, dann darfst du wieder einziehen und ich starte aber trotzdem. Soll ich den nehmen? Einfach einen ziehen und ja, sagen. Nee, du hattest mir gerade schon einen. Weihnachtslieder. O du Fröhliche. Last Christmas. O Tannenbaum. Vom Himmel her, da komme ich. Nein, vom Himmel hoch, da komme ich her. Ich weiß nicht, ob das Lied so heißt. Leise Riese der Schnee. Ach Mann. Ach Mann. Okay. Du bist dran mit ziehen. Ja, aber ich hab das ein. Und was wir an Weihnachten lieben. Die Geschenke. Oh, ich habe mir den Zettel schon hingelegt. Süßigkeiten. Die Stimmung. Die Besinnlichkeit. Die Musik. Mit der Familie zusammen sein. Die Filme. Geschenke verpacken, wollte ich noch sagen. Ja gut, das habe ich. 2-3 steht es. Es bleibt spannend. Okay. Weihnachtsmarktstände. Krebs. Glühwein. Kinderpunsch. Kakao. Bratwurst. Och Mann. Ich wollte sagen, da wurde Ochse gegrillt. Ja, in Bielefeld, genau, da ist so ein Stand. Da dreht sich ein ganzes Tier. Da dreht sich eine ganze Kuh, glaube ich. Also, ja. Da sprechen alle immer drüber. Ja. Manche finden es gut, manche nicht so gut. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Blickfang. Okay, bam, 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 bam. Okay, ich habe das Ei, das hattest du gezogen. Weihnachtsmarktstände hatte ich gerade gezogen. Weihnachtsfilme. Tatsächlich Liebe. Der Grinch. Kevin allein zu Hause. Kevin allein in New York? Ist das ein Ja, der kleine Lord. Oh Mann. Soll ich nehmen? Nein, ich hatte noch in der Hand. Ich habe nur noch nicht so schnell gegriffen. Aber wir haben es ja immer so gespielt, wenn es noch in der Hand ist. Muss man schneller sein, das sagt. Okay, das hatte ich gezogen, du darfst ziehen. Ich habe das Ei. Weihnachtskekse. Schwarz-Weiß-Gebäck. Vanillekipferl. Kokosmakronen. Marzipangebäck. Zimtsterne. Spekulatius. Kokosmakronen. Hast du das nicht gerade gesagt? Spritzgebäck. Mist. Allgemeine Verwirrung. Wenn euch noch mehr Gebäck einfällt, gerne unten reinschreiben. Okay, ich habe inzwischen 5. Das
könnte Gleichstand geben. Und das habe ich schon verloren. Insgesamt 10 Begriffe. Also wir spielen alles aus. Achso, ich hätte mal ziehen müssen erst. Was kann an Weihnachten schief gehen? Kerze abfackeln hier. Brennen. Der Baum kann umfallen. Man kann was Falsches schenken und es gibt große Enttäuschung. Das Essen kann schief gehen. Genau, der Braten kann anbrennen. Die Familie kann sich streiten. Man kann sich in einer Lichterkette verheddern. Das ist man selber der Weihnachtsbaum. Das wäre großartig. Nein, das wäre nicht großartig. Okay. Ich zeige es mir. Von. Weihnachtsessen. Braten. Würstchen. Kartoffelsalat. Salat. Raclette. Fondue. Ach Mann. Ich hatte einfach Glück heute. Ja. Ich habe nur 3 Begriffe. Das heißt, ich hätte theoretisch 7, wenn wir tatsächlich 10 hatten. Weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, aber es sind 7. Okay. Gut, dann würde ich mal... Oder wollen wir sagen, die Differenz musst du nehmen? Können wir auch machen, das wären 4. Ich nehme mal die raus, die schon rausgekullert waren. 4 finde ich jetzt in Ordnung. 4 ist, glaube ich, okay. Okay, es sind schon 3 rausgeflutscht. Und nochmal 3. Okay. Ich habe eine rote... 4 verschiedene. Ne? Eine rote Bohne, die ziemlich groß ist. Ich glaube, die ist nicht von Jelly Belly. Das ist ein bisschen was Größeres. Ich könnte es eine saure sein. Kirsche? Oh ja. Sauer? Ein bisschen. Du musst sie aufessen, bis das Ei zerplatzt. Nein. Die ist sauber. So ein Spaß. Ja. Lass dir Zeit, Eva. Oh, die Uhr tickt. Was war denn das gerade? Irgendwas Saures, wie Grapefruit. Okay. Ich muss sagen, was es ist, bis die Uhr zu Ende ist. Okay. Okay, das hier sieht schwarz aus mit goldenen Sprenkeln. Ich glaube, es ist Star Wars. Oh, und der schmeckt nach gut. Nee, nach Weintraube? Traube. Ja. Dieses eklige Trauben-Soda-Zeug. Und das hier ist Pancake, bin ich mir ziemlich sicher. Das hört sich so hart an. Ist das so knackig? Ja, das war schon knackig geworden. Ich hab's aber irgendwie komisch erwischt. Es schmeckt nach Butter. Ich finde, diese Pancakes schmecken wie Pfannkuchen, wo man erstmal so richtig schön ein bisschen leicht ranzige Butter drauf gesteckt hat. Also die sind nicht so lecker, ne? Nee, man denkt so, oh, Pancakes, total cool. Und dann schmecken die so... Ich finde, auf jeden Fall hat es super viel Spaß gemacht. Tut mir leid, dass du verloren hast, Eva, aber das war witzig mit den Weihnachtsbegriffen. Finde ich auch. Ist ein schönes Spiel auch so für Weihnachtsfeiern oder ist vielleicht, wenn man so aufs Christkind wartet, wenn man nachmittags dann so... Mit der ganzen Familie. Ja. Kann man sich das einmal rumreichen. Man kann natürlich auch eine Stoppuhr nehmen, einfach immer 10 Sekunden einstellen, in der Mitte legen. Funktioniert natürlich auch. Einfach coole Begriffe aufschreiben und... Eine Sanduhr. Selbstverständlich. Also gibt es super, super viele Möglichkeiten, kann man schön variieren. Und ja, wir hoffen natürlich, ihr hattet Spaß. Wenn es so ist, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Wir hatten auf jeden Fall super viel Spaß. Ja, schreibt uns vielleicht noch weitere spannende Themen in die Kommentare. Also was man was man noch damit so spielen könnte. Genau. Wir hatten jetzt alles weihnachtliche Sachen, aber vielleicht gibt es ja auch schon für das nächste Jahr irgendwas Gutes. Coole Sachen fürs nächste Jahr. Schreibt es uns einfach unten rein. Und ja, wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns vielleicht auch ein Abo da. Das wäre selbstverständlich auch super. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!